herzlich willkommen zu meinem kleinen Let's Show. Und zwar geht es heute um ein Spiel, in dem man einen fast runden Kreis spielt. Und wer es noch nicht erkannt hat, es heißt Pac-Man. Ja, also ich spiele heute Pac-Man und der hat so ein kleines Ding davor. Und wer meine Let's Plays verfolgt, weiß, was das ist, wenn ich das mache. Das ist eine Portalkanone und gemeinsam heißt das Spiel Pac-Man Portal oder so. Und ja, das werde ich jetzt zocken. Aber leider ist das Spiel russisch und darum gibt es wahrscheinlich ein paar Probleme bei dem Spiel für mich zum Lesen und alles drum und dran. Ich habe es schon ausprobiert und ich glaube, das ist so eine Art Tutorial. Da hört man GLaDOS reden. Und da diese drei Dinger da sind einfach nur Schwierigkeitsstufen, glaube ich. Und ja, ich fange mal mit dem Tutorial an, zum Herzeigen. So. Das ist halt der Startscreen. Okay. Добро пожаловать в центр исследования ядерного разведения портала. Войдя в него, вы увидите противоположного конца зеленого портала. Вы не можете управлять зелеными порталами, пройдя через портал. Хорошо. Как видите, это несложно. Ja, und da sind halt solche Portale schon vorhanden, ein paar. Und ja, da könnte ich jetzt reinschießen, dann da hinten hin, so, und dann komme ich da in den Bereich. Also halt wie Portal 2, also da hinschießen, daher. Und ja, dann fange ich gleich mal an mit den Schwierigkeitsstufen. Ich fange da oben an. Ich glaube, das ist leicht. Und ich werde jede Schwierigkeitsstufe einmal spielen und ja. Okay, wer den Sinn von Pac-Man nicht kennt, der ist ganz einfach. Man muss diese vielen Kügelchen auffressen. Und man hat 5 Leben. 6 mit dem, was ich jetzt habe. Und ja, die Portalkanone macht nur Portal, man kann keinen Gegner abschießen. Und jetzt bin ich zum Beispiel da. Und bei diesen Dingen, die umkreist sind, mit Hilfe von denen kann man die Gegner essen. Und die schaden einen dann eine Zeit lang nicht. Ja. Das ist das Coole an der Portal-Logik in dem Spiel, dass man sich einfach von einem Ort zum anderen teleportieren kann. Aber das Blöde ist, die Gegner verstehen die Logik. Leider. Ja, meins? So. Gut. Ja. Das ist einfach nur Pac-Man. Und Pac-Man ist von Namco und es ist kein offizielles Spiel und Portal ja, halt von Valve oder Valve, wie ich sage, aber das ist nicht korrekt, also vergiss das. Ja. Und es ist ein recht super das Spiel. So, Portal. Warte, nein. Nicht böse, Viecher. So. Und das habe ich heute ganz zufälligerweise im Internet geschafft. Internet entdeckt, als ich ein bisschen die Portal-Wikis durchsucht habe, weil mir fad war. Und ich muss mich auch gleich entschuldigen, dass in letzter Zeit nicht allzu viele Videos kommen, weil ich etwas erkältet bin und ich hab's geschafft. Und wegen der Erkältung kann ich halt nicht so gut aufnehmen und das ist Level 2. Die Musik ist nicht gerade die freundlichste. Juhu, Portal, Logik. So. Der einzige Unterschied zum normalen Pac-Man. Wow, fuck. Dummer Geist. So. Jetzt seid ihr dran. Aber wenigstens. Nein, die will ich noch. Ja, geht doch. Ja, der einzige Unterschied halt zum normalen Pac-Man ist, dass keine Früchte sind und dass man ein Portal schießen kann. Nein. Das ist halt das Zwischenscreen immer. So. Fuck. Die hätte ich rechnen sollen. Also wie man merkt, ich bin nicht besonders geskillt in Pac-Man. Nein. Tschüss. Hahaha. Ist schon super mit der Portalkanone.
Und ja, wie schon gesagt, es ist nur ein Fanspiel. Darum, ja. Und Russisch. Ja. Oh, ich hab dieses unnötige Ding gefressen. Egal. So. Nein, da. Gut. Entkommen. Gut. So, das ist Pac-Man. Nein, so. Ach, Geister. Ich will den auch noch fressen. Braucht Bonuspunkte. Passt. Geschafft. 2. Gut. Also, das Spiel ist schon cool. Ich komme nicht weg von da. Ach ja, und die Geister können auch durch die Portale rennen, wie man gerade da gesehen hat. Ah, irgendwie, das Spiel enthält zwar Portal-Sounds, aber keine, wie soll ich sagen, Pac-Man-Sounds, keine richtigen. Und die Musik ist auch nicht wirklich beruhigend. Geist, 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 Geist! Gut. So, wo muss ich hin? Genau da. Ja, gleich geschafft. Nur noch 4 Kugeln. So, und? Ja! Fuck, was ist jetzt? Gut. Nein, nein, nein. Gut. Mach mal den Geistern ein bisschen Angst. Jetzt habe ich es gerade 4-mal gefressen oder so. Ah, fast. Er hat sich gerade wieder umgewandelt in seinen Normalzustand. Ja. Das ist Portal Man. Oder Pack. Pack, Portal, Eevee. Ja, egal. So, fuck! Pac-Man! Geist. Oh, letztes Leben. Spannende Musik. Ich weiß, dass mich die Viecher verfolgen können. Fuck! So. Gut, ich mach den Viechern Angst. 1, 2, 3. Kann die Augen auch noch fressen? Nein. So. So. Noch ein paar Geister. Geschafft. Sackgasse. Fuck. Ah. Okay. Ja, das war der Schwierigkeitsgrad. Jetzt gehen wir in den mittleren. Ja, und da bewegen sich die Geister etwas schneller. Und ja, sonst ist er genau gleich. Gut. Nein, 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 nein! Das war dumm. Aber es hat geklappt. Nein, nein! Ah. Und die Geister sind ein bisschen intelligenter. Und da kommt jetzt gleich die coole Musik. Ja. Mach mir nochmal Angst. Nein, ich will dich fressen. Nachgekommen. So, 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 so. Unnötiges Portal erschaffen. Gut. 1, 2. Ja, la 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 la. Okay. Egal. Die sind jetzt wieder in ihrem Käfig. Obwohl, da könnte ich auch ein Portal reinschießen, wenn das nicht aus einem portalunfähigen Material wäre.
Weil man kann nur in diese weißen Dinge Portale reinfetzen, wie man schon gemerkt hat. Weil wenn ich es da probiere, passiert überhaupt nichts. Opfer! Ha, passt! Genau, gut, ich hab schon gewonnen. Fast! Nein! Gut. Ich muss es schaffen! Geschafft! Was? Ah, ich hab's geschafft. Ich hab schon fast gedacht, der Geist hat mich noch berührt. Hat er ja auch. So. Das spielt sich ganz anders als das normale Pac-Man. Man muss nur ein bisschen sich einspielen. Nein! Scharf. Help! Gut. Ja, Pac-Man. Oh. Überraschen wir doch ein paar Geister. Und das ist ein Portal, das schon da war. Ach ja, und nebenbei merkte ich ja Portal jetzt gestern ausgespielt, das normale Basis-Portal, nicht Portal 2. Und ja, ich wollte nur einfach die Vorgeschichte wissen, aber ja. Das ist auch noch ganz nützlich. Und ich brauche irgendwas Interessantes zum Reden. Ich könnte ja irgendwie so ein unnützes Wissen wie Commander Krieger machen, aber das wäre dann wieder nachgemacht, also lass mal's. Aber nein! Das war's noch nicht. Wow, ich lebe noch. Gut. Nein. Nein! Ah. Schlecht. Okay, dann spiele ich das letzte Level noch, aber ich könnte euch unnützes Wissen über Portal erzählen. Und ein bisschen spoilern. Nein, das mache ich lieber nicht. Das wäre zu unfreundlich. Fuck, die sind schnell. Zum Glück habe ich mir das aufgehoben. Und die sind dumm. Jetzt war es gerade ziemlich. Ja. Jetzt habe ich einen Glitch gefunden. Kann man fast sagen. Das heißt, das ist cool. Das ist wirklich ein guter Glitch. Aber ich darf halt diese mit den Dings nicht einsammeln, weil sonst wären es wieder zu solchen Geistern. Aber das ist ja kein Problem. Und die Musik ist aus. Jetzt beginnen sie wieder. Ja, Portal und Pac-Man. Als nächstes will ich nur noch ein Super Mario mit Pac-Man. Gibt es wahrscheinlich auch, aber Super Mario mit Pac-Man, Super Mario mit Portal. Ja. Und ich mache auch gleich eine Ankündigung für Videos. Und zwar zu einem Mal die. Ich hab's geschafft. Gut. Ich habe gar nicht geglaubt, dass ich das Level schaffe. Was macht der Geist da hinten? Wie ist der Geist? Egal. Ja. Was sollte ich sagen? Genau, eine Videoankündigung. Zum einen mache ich jetzt, arbeite ich an einer Hühnerfarm in Minecraft für die Version 1.5. Die wird dann nächste oder übernächste Woche raufgeladen werden. Schön war das, die Kombo. Und außerdem kommt noch, was? Genau, ein Tempelrang-Glitch. Ich weiß nicht, ob der recht bekannt ist, aber der geht bei Tempelrang 1 und 2, also ganz nett. Und ja, was noch? Fuck, Entschuldigung. Und genau, außerdem kommen noch bei MGMLP, einem Freund von mir, bei dem ich heute, gestern und vorgestern war, weil er Geburtstag hatte, kommen Videos rauf zum einen New Super Mario Bros. Wii, habe ich zwar schon einmal angekündigt, und zwar New Super Mario Bros. Wii ganz durchgespielt, zwar nicht 100% Play, aber einfach bis Bowser Castle und das auch noch. Und ja, da spiele ich halt mit ihm und seinem Cousin.
Und dann kommt auch noch Super Smash Bros. Brawl rauf und Super Mario Bros. 3 mit dem Gamer und der Homecraft LP. Ja, und ich habe noch 2 Leben. Mobile Portal. Ja. Und Super Mario Bros. 3 wollten wir auch ganz durchspielen, aber es hat nicht geklappt, weil wir bei einem Level gefehlt sind. Und zwar extrem, da sitzen wir wahrscheinlich, ich glaube sogar eine halbe Stunde bis Stunde dort. Okay, sie wollen nicht den Trick benutzen, die Geister. Und ich will verrecken, oder auch nicht. Fuck, 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 fuck! Wow! Ja, okay, gut. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ich habe gerade was herausgefunden, man kann durch die Portale schießen. Okay. Wenn ich das so mache. Ja, ich kann durch Portale schießen. Super. Ja, was wollte ich genau? Super Mario Bros. 3 haben wir nicht ganz geschafft. Aber New Super Mario Bros. Wii ist bis Bowser tot. Verreckt und zufälligerweise mache ich da extrem viel Selbstwerbung, wofür ich mich irgendwie entschuldigen will. Und ich besiege Bowser! Und jo, bei Super Smash Bros. Brawl, das kennen glaube ich die meisten. Und ja, und da entschuldige ich mich gleich, dass ich dort Dialekt geredet habe, also kein Hochdeutsch wie hier, sondern eher österreichischer Mundart. Und ja, das war halt das Let's Show. Ich hoffe, das war halbwegs informativ. Hat euch gefallen und ihr werdet hoffentlich nicht so fett wie Pac-Man und fresst alle kleinen Viecher, die euch entgegenkommen. Okay, und da sage ich, wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Like, favorisiert es, drückt auf Abonnieren oder was auch immer. Schaut euch die anderen Videos an. Und auch diese, meine Minecraft-Animation, die war ein Haufen Arbeit, aber mir gefällt sie, auch wenn sie nicht ganz professionell ist. Und ja, da sage ich, ciao, bis bald und ja, ciao.